Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Ja, was soll ich euch sagen? Wettersituation hat sich nicht viel verändert. Wir haben immer noch dunkle, tiefhängende Wolken hier im Gemeindebereich Maspalomas. Und es kann immer wieder vorkommen, dass es noch zwischendrin mal ein bisschen tröpfelt. Das war heute am Vormittag soweit, aber jetzt im Laufe der Zeit. Die Wolken ziehen ziemlich schnell, aber ziehen jetzt eigentlich hier weg, wenn ich das so betrachte. Wir machen uns auf den Weg zum Strand. Ich wollte da eben mal gucken, ob wir da was Hochwasser haben. Einlauf in die Charka. Und dann geht es um das Thema Langzeiturlaub, Auswandern und Überwintern. Da haben wir den vierten Punkt und den sprechen wir dann an, wenn wir ein schönes Ambiente haben. Und zwar geht es heute um den Vertrag, wenn man das Passende gefunden hat, dann muss man das ja auch irgendwie vertraglich wiedergeben. Kaution, die Länge des Vertrages, vorzeitige Auflösung eines Vertrages und. Also dazu dann anschließend mehr. So, 14.37 Uhr und 27 Grad. Vor ein paar Minuten hatten wir hier Hochwasser. Und jetzt werde ich mal sehen an dem Wasserstandsanzeiger, an unseren Sträuchern, da ist Wasser dazugekommen. Ja, die stehen jetzt mit der Wurzel unter Wasser. Also ist ein bisschen Wasser dazugekommen, aber nicht viel. Ich sehe das da hinten. Ich zeige es euch gleich mal. So, das ist die Realität heute am Strand an einem bewölkten Tag. Und ich sehe doch, da vorne ist ein bisschen Wasser gekommen. Das heißt, ein bisschen Hochwasser. Das schauen wir uns gleich an, hier vorne vor dem El Senador. Aber nicht so viel, dass es in die Charka reingelaufen ist. So, ich stehe hier genau davor, also doch nicht. Nein, ich habe von Weitem gedacht, die Sträucher hier, die seien jetzt unter Wasser, die Wurzel, aber nicht. Das ist das gleiche Bild, wie wir es schon die Tage vorher hatten. Das ist also alles normal. Aber ich würde sagen, es dauert noch ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann kommt hier bei einem hohen Wellengang dann auch wieder Wasser dazu. So, dann geht es jetzt ganz einfach zum Fahrer und dann ein bisschen an der Promenade entlang. Und dann geht es um das Thema, der vierte Teil. So, hier ist ein kleiner See entstanden. Das schauen wir uns natürlich dann auch nochmal an. Genau vis-à-vis vom El Senador. Ja, ist auch nicht alltäglich.
Weiter geht's Richtung Faro, Richtung Leuchtturm. Ja, Realität, so schaut es hier aus. Es ist jetzt nicht das beste Badewetter, aber man kann natürlich bei diesen Temperaturen schon baden oder schwimmen gehen, ganz klar. Ja, Hauptsache es regnet nicht. Ja, was soll ich sagen? Ja, die nächsten zwei Freitage bin ich nicht hier am Faro. Erst wieder im Oktober, den ersten Freitag im Oktober. Ich werde euch zeigen, wo ich am Freitag um 16 Uhr bin. Ortszeit Gran Canaria werde ich mich melden. Aber nicht hier vom Faro. Ja, so schaut das hier aus vor dem Restaurant El Senador. Also Hochwasser ist hier ein bisschen Wasser reingelaufen beim letzten Hochwasser. Aber auch nur, weil hier eine Kuhle war. Und wir haben jetzt wieder ablaufendes Wasser. Und die Liegestühle, wenn die Liegestühle unter Wasser sind, das ist immer ein sicheres Zeichen da vorne, dann läuft Wasser in die Charka. Aber die Liegestühle sind trocken, ich habe ich gesehen. Ja, dann ein anderes Mal, wir werden es erleben. Ja, trotzdem schön anzusehen und etwas ungewöhnlich. Ja, was soll ich sagen? Die Wolkendecke. Es hängt hier tief. Hier haben wir schon wieder Absperrgitter, keine Ahnung, wofür die sind. Ja, keine Wellen heute und das ist auch der Grund, warum das Wasser nicht weiter gestiegen ist bzw. zugelaufen ist. Hallo? Ja, wieder ein nettes Gespräch gehabt mit Gästen, die hier viele Jahre Urlaub machen, deren Vater das Zementwerk mit aufgebaut hat, 58, 59. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, für mich immer wieder jetzt doch verblüffend, wie viele Menschen dann doch regelmäßig hier sind, hierher kommen und immer wieder hierher zurückzieht. Ja, ich werde mal ein bisschen fahren dann und dann an einer passenden Stelle geht es ums Thema. Wir haben ja zwei Sachen. Einmal die Überschriften des heutigen Tages. Ich sage mal Panikmache. Und wer hat
es am Anfang so berichtet. Also immer diese Medien, immer die gleichen Medien, die das dann so darstellen. Können wir ja gleich machen. Also der Haiangriff, der war nicht hier vor der Küste Gran Canaria, sondern 515 Kilometer von hier weg. Und zwar 160 Kilometer vor der Sahara auf einem Katamaran. Eine deutsche Frau, die ging ins Wasser und wurde vom Hai attackiert, wurde das Bein abgetrennt. Der Notruf kam nach Marokko. Die konnten nicht, hatten keine Kapazitäten. Dann war der kanarische Rettungsdienst und hat ihn mit dem Hubschrauber abgeholt und nach Las Palmas geflogen und ist aber auf dem Weg dahin an einem Herzversagen gestorben. Also hat nichts mit den Küsten hier von Gran Canaria zu tun und ihr müsst also keine Angst haben, dass hier irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Also alles im grünen Bereich. Und weiter geht's jetzt ein bisschen flotter. Ja, was gibt's zu berichten? Ja, die T-Shirts könnt ihr bekommen beim Lucky in seinem neuen Dominizin, nämlich Pedros Terrassa im Danubio. Und den Plan B und den Kalender könnt ihr während meiner Abwesenheit bekommen im Organic Food im Reformhaus in der Sita, neben dem Café Zipf. Und da gibt es auch noch die letzten Tassen und dann sind die auch weg. Dann gibt es keine mehr. Und natürlich könnt ihr die Sachen bestellen, Plan B und Kalender, nur die beiden Sachen bei der Antje. Da ist immer wieder die E-Mail-Adresse mit dabei und dann könnt ihr mit ihr schreiben, kommunizieren und dann ganz einfach das bestellen. Ist eine schöne Geschenkidee, der Plan B, der Reiseführer und der Kalender auch. Wenn man was sucht zu Weihnachten, vielleicht hat man da das passende Geschenk. So, und jetzt kommen wir der Sache näher, nämlich Hotel Rio Palace Meloneras. Ich glaube morgen, ja, ich glaube nicht, ich weiß es. Morgen gibt es das erste Video. Das heißt, wenn ich mal nicht da bin, dann habt ihr natürlich genügend Abwechslung und Videos, die dann eben auch zeitlos sind, wo man dann auch die schönen Sachen sieht. Ja, und das Wetter, wisst ihr, da habe ich dann die Vertretung. Hallo? So, zum Schluss schauen wir nochmal beim Cirque du Soleil dann vorbei. Die müssten ja eigentlich fast fertig sein. Ja, und wer hier zum Beispiel mehr sehen möchte, der kann sich die 360-Grad-Videos ansehen. Die Betrachtungsweise bleibt euch überlassen. Dann gibt es zwei Stück hier von der Strecke. Und da könnt ihr nach links und rechts gucken, nach oben und nach unten. So, ich glaube, es ist die richtige Stelle hier. Es geht also um den vierten Teil der Reihe Überwintern, Auswandern, Langzeiturlaub. Und zwar geht es heute um das Vertragswesen. Kaution, Länge, Kündigung, Verlängerung, Bezahlung,
Überweisung und was man alles machen muss. Also in der Regel wird der Vertrag abgeschlossen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Bei einem Jahr, da bezahlt die Kommission der Eigentümer der Immobilie an das zu vermittelnde Immobilienbüro, wenn es über ein Immobilienbüro geht. Wenn es weniger sind, dann ist das teilweise Verhandlungssache, aber in der Regel zahlt der Mieter dann diese Kommission. Die Länge, die wird vereinbart, vertraglich festgelegt, das heißt entweder für 3, 6, 9 oder 12 Monate. Wenn es für 12 Monate ist, verlängert sich das automatisch oder kann sich automatisch verlängern um ein Jahr bis auf 5 Jahre. Wichtig ist, dass man den Vertrag mit dem Eigentümer macht und nicht mit irgendeinem Vermittler. Und wenn es ein Vermittler ist, weil der Eigentümer nicht da ist, dann braucht man eine Autorisation. Da muss man schriftlich sehen, dass der Eigentümer dem Vermittler den Auftrag gegeben hat, diese Immobilie zu vermitteln, zu vermieten. Ganz wichtig. Zahlen würde ich ausschließlich auf das Konto des Eigentümers und nicht auf Konten anderer Menschen oder der Vermittler, sondern immer auf das Konto des Eigentümers. Und der steht im Vertrag drin und am besten, wenn man da die Bankverbindung mit dran hat. Vorauszahlungen würde ich nicht machen, denn was passiert, wenn es nicht so ist wie versprochen oder wie gesehen und man hat vielleicht für 6 Monate vorausbezahlt, dann hat man das Nachsehen. Auch bei einer eventuellen Preisreduzierung würde ich es nicht machen. Was passiert, wenn es ein Problem mit der Wohnung gibt, wenn der Eigentümer dann nicht greifbar ist? Also das sind Risikoquellen, die könnte man ausschließen. Verträge kann man kündigen und man kann sie auch verlängern. Es können ja immer mal was kommen. Zum Beispiel habt ihr einen Mietvertrag über ein Jahr und jetzt nach einem halben Jahr ist es eben aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Dann spricht man ganz normal mit dem Vermieter und klärt die Sache auf. Keiner wird dann darauf bestehen und sagen, nein, du musst, wenn ich es nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen, wird sich eine Möglichkeit finden, das Ganze zu beenden. Oder durch einen Nachmieter, dass man zum Beispiel Bekannte oder Freunde hat, die sagen, oh, das nehme ich dann in der Zeit oder übernehme das. Also Möglichkeiten gibt es genug. Und am besten ist immer ganz offen miteinander reden, unterhalten, sprechen und nicht versuchen. So, und jetzt komme ich zu einem Punkt, zu einer großen Warnung. Es gibt dann so einige, die ganz schlau sind, die sagen, ich miete das und vermiete das unter. Das dürft ihr nicht. Ihr könnt, wenn ihr 2 Familien seid, zum Beispiel Verwandte, den Mietvertrag mit 4 Personen zum Beispiel machen oder 2 Personen, 2 Ehepaare, die sich dann dieses Aufenthaltsrecht teilen. Das geht, das ist überhaupt kein Problem, aber es muss im Vertrag drinstehen. Kommt nicht auf die Idee zu sagen, naja, ich miete das jetzt für ein ganzes Jahr und vermiete das und sagt, das sind Freunde, Bekannte, Eltern, Schwestern, Kinder, das kommt raus und das gibt nur böses Blut. Also bitte, bitte nicht auf diese Idee kommen. Wird auch im Vertrag eigentlich immer drinstehen, dass eine Untervermietung oder eine geschäftliche Weiternutzung dann verboten ist. So, jetzt sind wir hier und hier ist das Wasser ganz, ganz ruhig, wunderschön anzusehen. Ja, und ich fahre jetzt mal da den Berg nach oben. Und dann schließe ich dieses Thema auch ab. Nochmals, sucht euch ein hier ansässiges Büro. Jemand, der hier vor Ort ist, mit dem man jederzeit sprechen kann zu den normalen Geschäftszeiten. Und hat dann die Möglichkeit, jedes Problem zu klären, wenn mal kein Wasser da ist, kein Strom, beziehungsweise irgendein Problem dann auftaucht.
So, und hier sind wir schon wieder nahe am Hotel H10. Das geht dann nach links, wir fahren aber nach rechts. Und ich schaue doch mal, ob sie vor dem Kongresszentrum schon ein bisschen was angelegt haben. Die Visitenkarte vom Cirque du Soleil sozusagen, weil es genau gegenüber ist. Ja, wenn ihr dann was gemietet habt, dann sollte man sich auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse vom Eigentümer geben lassen, dass man im Notfall dann auch direkt mit dem Eigentümer sprechen kann. Sei es mit Google-Übersetzer oder mit einem Übersetzer. Noch was, wenn Gefahr im Verzug ist, das heißt ein Wasserschaden oder sonst irgendwas, müsst ihr als Mieter reagieren. Nicht warten, bis ein Vermieter sich meldet, sondern selbstverständlich muss man dann den Schaden so gering wie möglich halten. Aber das ist selbstverständlich. Ich glaube, da braucht man nicht drüber sprechen. So, das war das. Der vierte Punkt. Und jetzt biegen wir mal nach links ab zum Kongresszentrum. Ja, ein richtig schönes Zentrum, aber es wird sehr wenig genutzt. Nein, hier ist noch nichts geschehen. Am Kongresszentrum, wir fahren jetzt mal, oder ich bleibe mal hier stehen. Also das ist der Blick auf den Zirkus. Ich kann jetzt im Moment keine Aktivitäten sehen, aber ich nehme an, die sind gut in der Zeit. So, und weiter geht's jetzt Richtung Campo International. So, ich habe noch ein bisschen, aber ich verabschiede mich jetzt schon mal, indem ich hier den Fahrradweg benutze und sage, danke fürs Dabeisein mit dem Blick in die Berge. Bis morgen zum Wetter. Hasta luego. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025, Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B, hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch
ja, andere Ausflugsziele drin, wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimes und die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte, zum Beispiel hier Moya, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender 2025 mit 12 wunderschönen Fotos, Januar, Februar, ja, und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli, auch ein tolles Bild, ja, also von jedem Monat etwas dabei, für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr euch auch euren Lieblingsmonat und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden, und zwar, das ist der Dezember mit, ja, dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten und wie gesagt, beides zu bestellen, Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da ja das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so ein, ja, so eine kleine Zusammenfassung. Da ist auch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen. Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt. Und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.